So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe meine Gruppe jetzt zusammengefriemelt, indem ich einfach mal die Originalimportdateien wegkopiert habe aus dem Charakterordner. Dadurch sind nur jetzt die übrig geblieben, die wir gerade erstellt haben in dieser einen Folge. Okay, und damit starten wir jetzt in Heart of Winter und endlich mal richtig ins Intro, was ich euch gerade gezeigt habe, gerade mehrmals vorenthalten habe. Die Zeit. In ihrem wirbelnden Dunst liegt alles Wissen. Vergangenheit und Zukunft. Anfang und Ende. Es ist alles hier. Verborgen vor unseren Blicken. Wartend darauf, jenen offenbar zu werden, die in der Lage sind, zu sehen. Fernab im Norden, hinter den windgeplagten Gipfeln des Grates der Welt, jenseits der sich selbst zivilisiert nennenden Reiche, lebt ein Volk, dessen ganze Lebensweise auf der Gabe des Sehens beruht. Unter den Stämmen der Utgard dienen die Visionen eines Schamanen dazu, sie durch die Nebelschleier einer ungewissen Zukunft zu geleiten. So war es auch bei Hjolda, dem Weisen und Schamanen des Stammes des Bären. Denn es war seine Vision, die von der Rückkehr eines erschlagenen Königs aus dem Reich der Toten kündete. Erweckt von einer rachedurstigen Seele. Seine Vision trug ihn hinfort über die Tundra, zu einem Ort, an dem die Menschen ihre Häuser unter einer alten Eiche gebaut hatten. Eine Eiche, deren Äste in den Himmel ragten, als wollten sie die Wolken umarmen. Hier sah er zum ersten Mal die Gesichter der Fremden. Weit über ein Meer von Schnee und Eis würden sie reisen und den eisigen Norden erreichten. Hineingezogen in einen verwobenen Irrgarten eines gemeinsamen Schicksals, welches uns alle in das kalte und schreckliche Herz des Winters führen sollte. Bei Tempos. Die Vision zeigt die Wahrheit. Ihr seid die Helden aus meinen Träumen. Ja, und da sind wir jetzt endlich in Einsamkeit. Und ja, die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, mit Hjolda zu reden, sind ein bisschen anders als in Kuldahar. Also als wie wenn wir von Kuldahar kommen. Wir besitzen allerdings jetzt immer noch die Gegenstände, die wir in Osthafen gekriegt haben. Und auch die Erfahrungspunkte und alles. Kenne ich euch? Wovon redet ihr? Ihr müsst es mit anderen Händen verwechselt haben. Lebt wohl. Kenne ich euch? Unsere Wege haben sich bis zu diesem Tag nicht gekreuzt. Ich bin Hjolda, Sohn des Retrik. Ältester und Schamane des Stammes des Bären. Wurde euch zu treffen, Hjolda. Was ist diese Sache mit Träumen und Visionen? Was macht ein Stammesmitglied hier in Einsamkeit? Schamane, ja, das erklärt all diesen Unsinn über Visionen. Was macht ein Stammesmitglied hier in Einsamkeit? Die Vision ist der Grund, warum ich mich an diesen Ort begab. Tempos hat mich zu euch geführt. Zu welchem Zweck? Wenn euer Gott euch zu uns geführt hat, dann muss eure Not wirklich groß sein. Nun, ihr habt uns gefunden. Jetzt kann Tempos euch irgendwo anders hinführen. Lebt wohl. Gott, sind das böse Antworten. Nehmen wir das Zweite. Ja. Der Sturm des Krieges verdüstert den Himmel meiner Heimat. Mein Volk versammelt sich in einer Zahl größer, als man es seit Generationen gesehen hat. Ein neuer und dennoch alter König hat sich erhoben, um die Stämme gegen 10 Städte zu führen. Schon trägt der erste Schnee des Winters die dunklen Flecken vergossenen Blutes. Erzähl mir mehr von diesem neuen und alten König. Sein Name ist Wilfdin.
Er war ein großer Krieger aus einem älteren Stamm und wurde am Vorabend der vergangenen Jahreszeit im Kampf erschlagen. Okay. Jetzt ist sein Körper aus den Hallen des Todes zurückgekehrt, um mein Volk erneut als König zu führen. Er ist aus dem Grab wieder auferstanden. Was ist das für ein untotes Monster, den ihr da habt? Wilfdens Körper ist nur eine Hülle. Ein geborgtes Werkzeug. Der Geist des neuen Königs ist viel, viel älter als die Gestalt, die er bewohnt. Es heißt, der Geist Jerods beherrsche seinen Körper. Und eben diese Behauptung hat das Feuer der Vergeltung in meinem Volk geschürt. Jerod, ist das nicht der Barbarenheld, der unter dem Tempel in Osthaf begraben war? Klingt nach einem Problem, aber nicht nach unserem Problem. Nehmen wir wieder die Eins. Ja, das ist er. Ihr kennt unsere Geschichte gut. Wir waren dabei. Jetzt, nach Jahrhunderten der Gefangenschaft, ist Jerods Geist befreit und versammelt die Stämme erneut für eine gemeinsame Sache. Ach so, wie können wir helfen? Wer dieser Jerod sein großer Held war, muss seine Sache eine gerechte sein. Warum also seid ihr hier? Der Geist eures Vorfahrens führt euer Volk in den Krieg? Nehmt es mir nicht übel, aber das kann ich euch wirklich nicht glauben. Versteht doch. Ich habe die Zeichen gesehen. Tempos wird in den kommenden Schlachten keine Seite bevorzugen. Sowohl aus meinem Volk als auch aus den Städten werden unzählige schmachvoll umkommen. Ich habe meinen Geist in die Unterwelt entsandt, um nach Wegen zu suchen, das zu verhindern, was nicht sein darf. Meine Visionen haben mich hierher geführt, um euch zu finden. Ihr seid die Antwort, die ich suche. Ach so, wie können wir helfen? Ihr müsst nach Hengoro kommen. Zur großen Methalle, in der die Stämme versammelt sind. Ihr alleine könnt den Krieg zwischen unseren Völkern verhindern. Nun gut, wir werden euch begleiten. Obwohl wir dasselbe Ziel haben, ist unser Weg nicht der gleiche. Mein Platz ist an der Seite meines Königs. Schon jetzt bin ich zu lange fort. Heute sind wir endlich in Einsamweit angekommen. Wir hatten das Dorf noch nicht erreicht, als ein großer, mit Rehfell bekleideter Mann auf uns zukam. Er stellte sich uns als Yoldar, Schamal des Stammes des Bären, vor. Er erzählte, dass sein Volk kurz davor stünde, einen Krieg mit 10 Städten zu beginnen und dass wir ihn davon überzeugt hätten, dass wir den Krieg verhindern könnten. Wir entschieden uns, den Schaman zu begleiten und ihm auf jedwede uns mögliche Art zu helfen. Ab hier müsst ihr alleine weitergehen. Die Leute dieser Stadt werden den Weg zum Lager meines Volkes wissen. Okay. Reist schnell und sicher. Wir werden uns wiedersehen, wenn ihr vor dem Rat in der großen Methalle steht. Ja, Windgang. Bevor wir uns von heute verabschiedeten... Ach, hier sind wir hier im Tag. Also, wir sind im 7. Kapitel, Herz des Winters. Heute sind wir, das hatten wir. Bevor wir uns von Yoldar verabschiedeten, wies er uns an, allein zur großen Methalle zu reisen. Dort sollen wir vor den Rat seines Volkes treten und um Frieden bitten. Er sagte, dass die Leute in Einsamkeit den Weg zum Barbarenlager kennen müssten. Also ja, wir sind wie gesagt in Einsamkeit. Wie kann ich helfen? Haben unsere Gruppe mit all unserem Zeug, was wir vorhin so schwermütig ausgepackt haben. Ihr seht, die die Behälter sind weg. Gewiss. Das Einzige, was wir nicht importieren konnten. Deswegen ist das Erste, was wir machen, wie sieht's mit Geld aus? Geld haben wir auch ungefähr die Hälfte von dem, was wir hatten. Also für den nimmervollen Beutel dürfte es auf jeden Fall reichen. Der Grund dieses Bunds geht in die Schwärze der Tiefe unter. Ich werde langsam zweit dafür. Oh Gott, noch ein Galloway. Aber ja, erstmal hat hier ein kleines Mädchen um Hilfe gerufen. Heiliden und Hilfe, helft mir bitte. Mein Bruder und ich haben gespielt und er ist in den Brunnen gefallen. Ich glaube, er ist verletzt. Beruhig dich, Mädchen. Wie heißt du? Er ist in den Brunnen gefallen? Was ist passiert?
Hör auf zu meinen Mädchen und sag mir, wie das passiert ist. Beruhig dich, Mädchen. Wie heißt du? Mein Name ist Heilidun. Ich habe mit meinem Bruder gewettet, dass er sich nicht traut, in den Brunnen zu klettern. Und er hat es gemacht. Aber er ist ausgerutscht. Ich habe gehört, wie er gefallen ist. Bitte helft ihm. Ja, ich habe kein Seil. Ich werde sehen, ob ich gleich Hilfe holen kann. Dieser Brunnen sieht ziemlich schmal aus, um ihn hinunterzuklettern. Vielleicht sollte ich dich hinunterlassen, um deinen Bruder hochzuholen. Nehmen wir das erste. Mein Vater hat ein Seil. Er kann meinen Bruder rausholen. Dein Vater? Welches ist sein Haus? Es ist auf der anderen, nördlichen Seite der Stadt. In der östlichen Ecke, gleich bei den Wäldern. Bitte beeilt euch. Am Boden von Einsamkeit haben wir ein kleines Mädchen getroffen, Heilidun. Beim Spielen ist ihr Bruder in den Brunnen gefallen und sie hat uns angeführt, ihren Vater zu holen, damit er ihn rausholt. Ich mache ihn auf dem Weg. Ich bin bald wieder da, Heidi. Bleib bei deinem Bruder. Mal kurz gucken, was hat Karl uns zu sagen? Seid gegrüßt, Fremder, an diesem eisigen Tag. Wer seid ihr? Ich bin Karl Ryder. Ich arbeite für den Galloway Handelsbund. Wir sitzen hier fest, bis diese Geschichte mit den Barbaren geklärt ist. Was wisst ihr über Einsamkeit und ihre Bedrohung durch die Barbaren? Nicht viel, wir arbeiten bloß hier, aber ich glaube, Waverly kann da vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Okay. Also, das ist der Handelsposten. Sie hat gesagt Norden und dann Osten. Also wenn wir davon ausgehen, dass Norden in der Richtung ist. Ist es das hier? Bitte des Totengräbers. Das glaube ich jetzt nicht, dass es beim Totengräber ist. Also sie hat gesagt, in der Nähe des Waldes. Ah, hier. Die Werkstatt des Böttchers. Falsche Taste. Ja. Tybaldun. Einen Augenblick noch, ich bin gleich bei euch. Ich muss nur die letzten Stücke hier einsetzen. Was macht ihr? Versuche diesen Reifen, um das Fass zu legen, bevor das Metall abkühlt. Aber dieses verdammte Ding ist widerspenstig. Ah, jetzt passt's. Also, mein Name ist Dun, Tybaldun. Habe euch hier noch nie gesehen. Was wollt ihr? Dun, den Göttern sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Euer Sohn ist in den Brunnen gefallen und braucht eure Hilfe. Ist das so? Nun, Fremder, ich würde mir Sorgen machen, wenn ich einen Sohn hätte. Ich fürchte, seit meiner Tochter begegnet. Sie hat mehr Koboldgeist in sich, als gut ist. Als ihr gut tut. Sie hat gelogen? Sie hat diese Bruder im Brunnen-Geschichte in den letzten Monaten so gut wie jedem Abendkömmling in Einsamkeit erzählt. Bei den Göttern, dieses Mädchen bringt mich zur Weißglut, seit sie geboren wurde. Wir haben Haleys Vater Tybalt getroffen. Er hat uns erzählt, dass Haley uns einen Bären aufgebunden hat. Sie hat gar keinen Bruder. Und Fremden, die nach Einsamkeit wollen, kommen, jagt sie ganz gerne mit der Geschichte vom Bruder im Brunnen einen ordentlichen Schrecken ein. Wir sollten zurückgehen und ein Wörtchen mit Haley reden. Ich verstehe, ihre Geschichte hat mich erschreckt. Dieses verfluchte Mädchen, sie sollte schon seit Stunden zu Hause sein und mir bei diesen Fässern helfen. Wenn ihr sie noch mal seht, sagt ihr, sie soll nach Hause kommen, sonst kriegt sie die Birkenrute zu spüren. Warum lasst ihr eure Tochter herumlaufen und solche Geschichten erzählen? Ich werde ihr sagen, dass sie nach Hause kommen soll, aber wenn ihr ein Haar krümmt, wird das ein Nachspiel haben. Also gut, ich werde es ihr sagen, falls ich sie noch mal sehe. Nehmen wir mal die zwei. Ja nun, wenn ihr sonst nichts braucht, ich habe nichts zu tun. Vielleicht brauche ich Proviant. Was ist das hier für ein Laden? Ich wollte mit euch über Einsamkeit und die Bedrohung durch die Barbaren reden. Die Bedrohung durch die Barbaren? Ja, es gibt Gerüchte, dass sie sich zum Krieg rüsten. Sie sollen zahlreich sein, viel mehr als 10 Städte besiegen könnte. Wenn die über uns herfallen, wird der Kampf kurz sein, aber genug von dem, was sein könnte. Wenn er sonst nichts braucht, ich habe zu tun. Ja, das können wir
Fahren wir mal nach dem Laden. Es ist meine Werkstatt. Ich bin Böttcher. Ich baue Fässer. Also seid ihr mit einer der Karawanen unterwegs? Weil wenn es sich so verhält, mit mir nichts zu schaffen habt, bevor ihr nicht Worte und Gold mit Beldemar gewechselt habt, mit ihm müsst ihr sprechen, nicht mit mir. Wer ist Beldemar? Ihr habt noch nicht von Beldemar gehört. Ihr seid neu hier. Beldemar ist der Ratsvertreter von Einsamwald. Was hat der Ratsvertreter damit zu tun, wenn ihr und ich miteinander Geschäfte machen? Als Ratsvertreter hat Beldemar die Aufgabe übernommen, alle Händler von Einsamwald bei den Geschäften mit den Karawanen zu vertreten. Eine gewinnbringende Stellung.